Herzlich willkommen. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Wir haben die Feiertage und auch Neujahr hier an der Costa de la Luz verbracht. Das ist eine ganz besondere Region im Süden Spaniens und auch eine sehr historische Region. Hier liegt nämlich unter anderem Cadiz, die älteste Stadt bzw. die am längsten besiedelste Stadt Europas. Und die Costa de la Luz hat so einiges zu bieten. Auf jeden Fall gibt es hier ganz viele Surfer-Vibes, kleine Cafés, ein paar Plätze für Camper, aber auch ganz viele kleine Dörfer, die ihren uralten Charakter noch behalten haben. Und in eins von diesen Dörfern, nämlich nach Conil de la Frontera, fahren wir jetzt. Das ist zum Beispiel so eine von vielen kleinen alten Städten, die ihren Charme noch behalten haben. Die Neubaugebiete werden eher außerhalb der Stadt gebaut und somit hat man hier in der Altstadt noch ein richtig schönes Flair. Gerade eben sind alle Geschäfte noch geschlossen, weil wir uns hier in der spanischen Siesta-Zeit befinden. Aber am Nachmittag macht hier dann auch alles wieder auf und ja, hier ist buntes Leben auf jeden Fall. Conil de la Frontera, das war wie viele andere Orte auch früher maurisch besetzt und wurde dann im 15. Jahrhundert von den Christen befreit. Ja, und eine Spezialität ist, dass hier auch Autos fahren in den Enggassen. Genau, ist eigentlich schon eng genug für Fußgänger, aber Autos müssen hier natürlich auch durch. Also ganz stillstehen tut dieses kleine Dörfchen auch nicht. Wir sind gerade unterwegs zum Torre de Guzmán. Das war nämlich der, ja, kann man sagen, Gouverneur oder der Herrscher, der damals Conil de la Frontera und auch viele andere für die Christen von den Mauren befreit hat. Und dem zu Ehren gibt es hier einen Turm, der ist 17 Meter hoch und da gehen wir jetzt mal hin. Ja, der Torre de Guzmán war leider geschlossen, also sind wir weiter Richtung Strand. Hier ist ein richtig großer, langer Sandstrand, der auch sehr bei Kitesurfern und Surfern beliebt ist. Und im Sommer ist ja auch richtig viel los. Ich glaube, hier sind super viele Touris, aber jetzt in der Nebensaison ja, ist etwas weniger los. Also haben wir ein bisschen mehr Strand für uns. Und die Hunde spielen ja ganz schön heftig. Damit will ich jetzt die Drohne steigen lassen. Es ist sehr windig. Ich hoffe, das geht gut aus. So, wir haben jetzt gerade noch mal Wäsche abgeholt aus der Wäscherei und für uns endet der Tag jetzt hier in Conil. Es wurde auf jeden Fall richtig frisch, aber es war ein sehr schöner Tag, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und was ich so sehr faszinierend finde hier in dieser kleinen Stadt ist, ja, dass hier seit über 3500 Jahren Leute siedeln. So, und Conil war schon früher ja, sehr bekannt für Fischfang und man hat hier schon immer traditionell Thunfisch gefangen.
Ich finde, es macht einfach riesig viel Spaß, in Conil zu, ja, durch die kleinen Gassen zu laufen. Wir machen uns jetzt auf den Weg und schauen uns das kleine Dörfchen Vejer an. Vejer de la Frontera. Das liegt 9 Kilometer im Landesinneren und da machen wir uns auf den Weg. Vorher aber machen wir ein ganz kleines Nickerchen. Also ganz kurz die Augen schließen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Bevor es hier aber weitergeht, möchten wir uns beim Sponsor des heutigen Videos bedanken und das ist diese Woche CyberGhost VPN. CyberGhost VPN ist ein weltweit führender Anbieter in der Privatsphären- und Sicherheitsbranche. Mehr als 38 Millionen Nutzern vertrauen CyberGhost VPN und es ist auch das meist empfohlene VPN auf Trustpilot. Das virtuelle private Netzwerk von CyberGhost verbirgt deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Daten und leitet deinen gesamten Datenverkehr im Internet durch einen sicheren VPN-Tunnel. CyberGhost verfügt über 8000 Server in 91 Ländern und damit hat man immer eine sichere und schnelle Verbindung. Das nutzen wir zum Beispiel gerade dafür, wenn wir in Spanien oder in anderen Ländern unterwegs sind und Serien schauen möchten, die es in diesem Land aber nicht gibt. Dank CyberGhost VPN können wir uns in ein Land einloggen, in dem die Serie verfügbar ist und dann die Serie schauen. Du kannst im Internet völlig uneingeschränkt surfen und deine Lieblingswebseiten besuchen und wirst daran auch nie gehindert. Und selbst CyberGhost weiß nicht, was du im Internet tust. So sicher sind die Verbindungen. Richtig cool ist auch, dass man CyberGhost auf bis zu 7 Geräten nutzen kann. Das bedeutet, wenn du jetzt keine 7 Geräte hast, die du mit CyberGhost schützen möchtest, kannst du das Paket mit deinen Freunden oder deiner Familie teilen. Falls ihr Lust habt, CyberGhost auszuprobieren, dann schaut doch gerne in der Videobeschreibung nach. Dort findet ihr einen Link, den findet ihr auch im ersten Kommentar. Ihr erhaltet 83% Rabatt. Das bedeutet, ihr könnt CyberGhost schon für 2,03 € im Monat ausprobieren. On top erhaltet ihr noch die ersten 4 Monate obendrauf kostenlos. Und mit der Geld-Zurück-Garantie, die es auch noch gibt, ist das Ganze eigentlich eine so sichere Sache, dass euch da gar nichts mehr passieren kann. Außerdem gibt es noch ein Support-Team, das in 4 Sprachen, darunter in Deutsch, zur Verfügung steht und das rund um die Uhr. Ja, und das hier ist auch schon eine Spezialität von Vejer, und zwar diese kleine Metzgerei, die wirklich jeden Tag alles selbst macht. Entdeckt haben wir das selber in einer Dokumentation über Andalusien. Und ja, der Mann hat mir gerade eben auf Spanisch erklärt, was die alles für Spezialitäten haben und ja, wieso sie auch berühmt geworden sind. Das liegt nämlich daran, dass die eine spezielle Torte herstellen, die aus Schweinefleisch gemacht wird und für 40 bis 50 Personen ist. Und diese Torte wurde halt berühmt, weil ein Rennradfahrer sie bei einer Siegerehrung erhalten hat. Schauen wir mal, was Vejer noch zu bieten hat. Ja, heute sind wir auch nicht allein unterwegs, ne? Nein, heute begleiten uns auch Maja und Jannis und die anderen, aber ich weiß nicht, wo die anderen sind. Ja, die sind mal kurz woanders abgebogen. Jetzt, ja, wollte ich nur mal sagen, hier, wir sind nicht ganz allein unterwegs, ne? Die waren ja gestern schon dabei. Und der Rest, den seht ihr auch gleich so, nur damit ihr wisst, dass wir nicht ganz alleine sind. Wir haben auch Freunde. Wir haben auch Freunde, ja. Da sind sie, unsere Freunde. Na, ich kann das nicht richtig wiedergeben, weil ich immer noch aufgeregt bin von dem, was wir gerade gesehen haben. Vielleicht kann Caro das erzählen. Ganz viele adelige Leute mit weißen Handschuhen und Hüten. Alle mit Polizei. Polizeikolonne, 30 Autos. Es hupt immer noch. Hey, veräppelt. Nein. Also vermuten, es war Don Carlos. Wir wissen es aber nicht genau. Der heilige Don Carlos? Der heilige Don Carlos. Wir haben alle mit weißen Handschuhen so aus dem Auto gewunken. Das stimmt. Nicht dein Ernst. Rufende Polizeikolonne. Das ist das Einzige, wir haben, was war es an der Geschichte. Wir haben in Vejer offiziell Don Carlos gesehen. In der ganzen Umgebung finden können. Oder David, was sagst du? Ja, das würde ich auch sagen. Ihr wisst ja, gute Freunde führe ich immer in ein gutes Café. Und hier ist auf jeden Fall eins. Ja. Und ich glaube, ich habe eine neue Mitarbeiterin gefunden, die die Texte für mich jetzt macht. Zwei. Ja. So, zwei. Und jetzt? Jetzt gibt's guten Kaffee.
wurde zu einem der schönsten Dörfer in ganz Andalusien gewählt, gehört auch zur Route der weißen Dörfer. Wir sind jetzt unterwegs zu Plaza de España. Das ist ein wunderschöner Platz, zumindest wenn das so ist, wie auf den Fotos zu sehen ist. Ich bin da sehr gespannt drauf. Und wenn man ja hier oben schon mal in Beher ist, hat man eine wunderschöne Aussicht aufs Umland. Jetzt gerade Anfang Januar sehr ruhig. Ich glaube, in den Sommermonaten Juli und August ist das hier sehr stark besucht. Aber wir genießen jetzt mal die Ruhe und schlendern ein bisschen durch die Gassen zum Platz. Oh yeah. Siempre ha sido el gran amor. Chacha. Hola. Hostia, qué bonito. ¿Tú qué es a ti? Es cristal. Wow. Venga. Ya. Venga. Te has sorprendido. Qué bonito son, tío. Malito. Hola. Hola. Y no sabía nada más vino, pero ahora tengo que cambiar mi vida. Y por eso yo te tengo que dejar. Y en serio no he buscado otra salida, porque yo quiero ir a La Habana. Cantar. Eso yo quiero, me voy, oye. Oh yeah. Si fuego, adiós, me voy para La Habana. Si fuego, adiós, porque me da la gana. Und? Schön? Darf ich zeigen, das ist der Plaza de España. Mhm. Gerade hier am Trafalgarsperr, sehen wir ja, das ist auch ein Trafalgar. Da unten Frösche. Frösche? Ja, da unten sehen wir frische Frösche. Ja. Ja, aber sonst ganz schön hier, ne? Was ist Kao denn das hier? Wunderbar. Das ist einmalig. Plaza de España. Bleibt im Kopf. Ja. Bleibt also, im Kopf, ne? Für alle, die noch nicht hier gewesen sind, kommt unbedingt noch vorbei. Es lohnt sich. Woo! Yo perdí mi tiempo, yeah. Y tú alguien que te amaba. Es que eso no lo entiendo, yeah. Si es que Buda me besaba. No sé qué imaginar, yeah. Que me iba a virar. Qué tan falsa te siento, yeah. Como cosa comedia en China, yeah, yeah. Aprendí mi soledad, no de las mujeres. Fingir que no te hirió, eso doble duele. Es como siendo un sol. Jo, weit und breit keine Klingel, niemand zu sehen. Wir wollten jetzt hier gerade durch diesen einen privaten Innenhof in die Burg rein, in das Castillo de Beher. Ich habe auch gelesen und gehört, dass es zu jeder Tages- und Nachtzeit offen hat. Aber morgen ist der 6. Januar und das scheint ein großer Feiertag zu sein. Und vielleicht ist der Mann, der sich um diesen Innenhof kümmert, gerade nicht da. Und es ist ein privater Innenhof. Deswegen kommen wir da jetzt leider nicht rein. Ansonsten würden wir halt da hochgehen. Ja, ja, das heißt, das war es jetzt erstmal für uns mit Beher. Wir werden jetzt zurück zum Auto gehen. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Stadt. Man kann von hier aus auch sogar das Meer sehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in Cadiz wieder. So, heute schauen wir uns Cadiz an. Eine der ältesten Städte Europas. Und ich bin richtig gespannt, wie das hier aussieht. Wir sind relativ früh dran. Und das Wetter ist perfekt. Wir haben unseren Camper hier abstellen dürfen. Direkt im historischen Zentrum der Stadt. Ich glaube, wir zahlen 2 Euro die Stunde. Und ich würde mal sagen, wir gehen direkt mal los. Vielleicht hört man das auch. Hier fliegen ganz viele Möwen über uns. Das liegt daran, weil Cadiz an einer Landzunge gelegen ist. Und es führt nur eine ganz schmale Straße zu dieser Stadt. Ich glaube, das war früher von strategischem Vorteil. Ja, heute kann man natürlich die Stadt mit Fähre und über Brücken erreichen. Wir schauen uns jetzt aber erstmal die Altstadt von Cadiz an. Thank you.
Ja, wir befinden uns jetzt gerade in einem kleinen Fischerviertel, das heißt Lavinia. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und hier sind ganz viele richtig schöne schmale Gassen mit kleinen Läden. Und viele Gassen führen immer auf so kleine Plätze. Ja, so kleine Plaza. Hier sind wir zum Beispiel Plaza Antonio Martin. Und ich glaube, wir sind ja auch die einzigen Touristen, weil es gefühlt nur Spanier hier. Ja, es sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Ja, es ist richtig quirlig und aufgeweckt hier, es ist total viel los. Es ist Samstagvormittag und die halbe Stadt ist gefühlt auf den Beinen. Überall gibt es so kleine Läden und die Einheimischen machen ihre Einkäufe. Es wird Musik gespielt, Kaffee getrunken und gefrühstückt. Also uns gefällt das hier schon mal richtig gut. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu einer Kathedrale aus dem 18. Jahrhundert. Fein machst du das. An der Kathedrale und hier sind auch noch so Weihnachtsmarktstände, weil der 6. Januar ist ja noch ein Feiertag und ich glaube, es gibt auch noch Geschenke. Also auf jeden Fall ist es ein größerer Feiertag als in Deutschland. Und der war erst gestern, ne? Genau. Und hier in Cádiz kommen auch sehr viele Spanier zum Urlaub machen in den Sommerferien. Also gerade aus Barcelona, Madrid. Ja, also es ist auch sehr beliebt bei den Spaniern, hier in Cádiz Urlaub zu machen. Dale, besame. Ven y atrápame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame, ven y atrápame. Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. Dale, bésame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame. Ven y atrápame, que ahora adulto sabemos bien lo que. Cádiz hat auch einen wunderschönen langen Strand, aber früher war Cádiz für was ganz anderes bekannt, nämlich für seinen Hafen und für seinen Handel mit Amerika. Cádiz und Sevilla hatten damals als einzige Städte in Spanien die Erlaubnis, mit ja, der neuen Kolonie, mit dem neuen Kontinent zu handeln. Und das war auch die Blütezeit, in der Cádiz quasi sehr, sehr reich geworden ist. Viel wurde hier über Cádiz abgewickelt. Und wir werden jetzt hier noch ein bisschen verweilen und dann geht es auch wieder weiter in die Altstadt, in ein anderes ursprüngliches Viertel. Ich bin jetzt hier unterwegs, gerade alleine, weil Hunde hier nicht erlaubt sind, in einem alten römischen Theater. Das ist schon super faszinierend. Da gehen wir jetzt gleich mal hin und schauen uns mal diese Kulisse an. Ich finde das immer richtig, richtig faszinierend, wie ja, die Leute früher schon gebaut haben. Das macht mich mal sprachlos. Das ist auf jeden Fall mega faszinierend zu sehen, dass das so alt ist. Es ist keine Ahnung, wie viele hunderte oder tausende Jahre alt und es steht immer noch. Und mit ein bisschen Fantasie kann man sich sogar vorstellen, wie da in dem Theater Leute saßen und ja, man hat sich was angeschaut oder es wurden Verkündigungen an die Menschheit gemacht oder an die Menschen, die damals da gelebt haben.
Ja, heute laufen wir über so alten Gestein und wissen gar nicht, was die alles hinter sich haben. So, aber jetzt reicht's mal wieder mit History Channel, David. Ich gehe mal zurück zu den Mädels. Ja, und hiermit endet unsere kleine Reise nach Cadiz. Es war richtig schön und Cadiz ist definitiv eine Reise wert. Wir können es empfehlen. Wenn ihr hier in der Nähe seid, schaut euch diese wunderschöne alte Stadt mit wunderschönem Charakter gerne mal an. Wir werden die nächsten Tage hier noch in der Costa de la Luz verbringen. Und als nächstes Video kommt nächste Woche Sonntag online, wie viel wir im Jahr 2022 verdient haben und dann die Woche drauf, wie viel wir im Jahr 2022 ausgegeben haben. Falls euch das interessiert, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Die Videos danach werden auch wieder ein bisschen mehr mit Reisen zu tun haben. Und ja, wir sind leider nicht so lange immer in der Stadt unterwegs. Wir sind ein bisschen gehandicapt mit unserer kleinen Hündin. Aber ja, das genießen wir. Kurz und knackig. Die Stadt zu besuchen. Also macht's gut, bleibt gesund, bis nächste Woche. Ciao! Hola! Hola, hola! Hola! Der König! Schön, ich habe euch gesagt, er ist hier in der Stadt, das ist doch voll. Der läuft an uns vorbei, er hat uns angeatmet. Adios! Lusa! Lusa, wir haben den König gesehen! Schatz, was sagst du? Wir haben den König gesehen!